Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Wir reden über die Liebe. Die Liebe ist eine ewige Schule. Man lernt nie aus und es kommt natürlich immer darauf an, das Gelernte auch umzusetzen. Meine Gäste heute Nachmittag, die haben viel zu erzählen. Vor allem haben sie zu erzählen, was die Liebe sie gelehrt hat und wie sie dann das Gelernte auch umgesetzt haben. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. In dem Moment, wo Natascha Ochsenknecht anfing, sich zu verbiegen, ist sie immer aus den Beziehungen gegangen, um sich selbst auch treu zu bleiben. Marco ist der Temperamentvolle, Johanna die Gelassene. Zusammen sind sie seit der 3. Klasse Hauptschule, 19 Jahre und jetzt sogar 24/7, also 7 Tage die Woche zusammen. Ob das funktionieren kann und vor allem wie es funktionieren kann, das werden wir erfahren. Liebe kann auch gute Freundschaften gefährden, denn als Barbara den um 25 Jahre jüngeren Georg gefunden hat, wurden Kritiker einfach entfreundet. Dass Liebe alleine oft nicht reicht und Scheitern dazugehört, durfte Karin Schranz-Klippel lernen und meint, Liebe kann man leider nicht festhalten. Das Ego ist der Teufel in der Liebe, sagt Niki, der gerade Schmetterlinge im Bauch hat. Und im Studio begrüße ich weitere Gäste und unsere Expertin, die Psychotherapeutin, Professorin, Doktorin Monika Vogrolli, die wir heute fragen, was uns die Liebe aufzeigt und wie wir richtig lieben können. Herzlich willkommen euch allen. Freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich muss gleich mit der Natascha anfangen. Was hat dich nach Österreich verschlagen? Also nicht nur die Einladung der Kali. Also auf jeden Fall kein Mann. Ne? Ist auch schon mal gut. Ne? Viele ziehen ja um wegen dem Mann oder wegen der Frau. Ja. Nein, tatsächlich hat meine Tochter sich verliebt in einen Österreicher und lebt jetzt in der Steiermark auf einem schönen Hof. Und man hat mir dort ein Reich geschenkt. Das heißt, ich habe meinen eigenen Bereich und pendel jetzt hin und her zwischen Berlin und eben der Steiermark. Und hast schon ein wunderschönes grünes Jackett. Die Steiermark ist ja die grüne Mark. Ja, genau, wegen der Wiesen. Ne? Das Wiesenjackett habe ich heute extra angezogen, ja, genau. Aber wie geht es dir als Berlinerin, als quasi Stadtfrau, als Kosmopolitin in der Steiermark? Also ich bin tatsächlich auf einem Dorf groß geworden mit 500 Einwohnern und war das als Kind schon gewohnt, auf dem Land zu sein, Kühe melken, auf dem Pferd reiten, ohne Sattel und solche Sachen. Und bin sehr bodenständig groß geworden und meine Eltern waren damals auch schon Exoten. Das heißt, auch da gab es schon diese zwei Seiten, wie jetzt bei mir Berlin und Steiermark. Mhm. Und ich genieße das und ich bin ja gerade Oma geworden. Von daher habe ich natürlich mich um die Tiere gekümmert, habe den ganzen Laden geschmissen. Und laufe normalerweise dann auch schön in der Alltagsklamotte rum, wie halt der Bauer halt so rumläuft. Ne? Und verstehst du die Steirerinnen und die Steirer? Ich arbeite dran. Ja. Das Essen verstehe ich schon, das schmeckt sehr gut. Aber so der Dialekt ist schon nicht ohne, aber ich verstehe es schon so ein bisschen. Ne? Okay. Na, vielleicht findest du in der Steiermark auch einen tollen Mann. Hat man mir schon gesagt, ja. Gibt es ja schon tolle Männer, habe ich schon gesehen. Allerdings nur bis hier. Weil der, ne, wegen, ja, mit der Jacke. Genau. Aber das kann passieren. Werden. Man weiß. Im Moment nicht. Bist du Single. Ja, genau. Gut, aber wir reden natürlich über die Vergangenheit auch, deine Beziehungen. In einer ersten Runde möchte ich aber mal alle vorstellen. Barbara, du bist verliebt. Ja. Bist über beide Ohren. Über 3 Jahre schon, ja. Wo hast du ihn kennengelernt? Auf der Kur. Ach, er war der Jüngste dort. Und hat dich das ein bisschen geschockt, 25 Jahre jünger? Vor allem, weil ich zuerst nicht gedacht habe, dass er erst 18 ist. Okay. Also ich habe ihn so auf 21 geschätzt. Mhm. Wir werden noch darüber reden, wie die Freunde, die Familie reagiert hat. Mhm. Vor allem, wie das halt ist, die Beziehung und was du gelernt hast in all deinen Beziehungen und was du vor allem jetzt auch lernst. Genau. Karin, ja. Du hast eigentlich an die Liebe geglaubt. Du hast geheiratet und dachtest, das ist jetzt für immer. Absolut, ja. So glaubt man das beim ersten Mal, ja. Mit Kirche und mit allem drum und dran, ja, da glaubt man schon, das ist jetzt für immer, ja, natürlich. Und wie lange hat es gehalten? Nicht ganz so lange. Ja, an der Liebe ist es auch nicht gescheitert, sondern eher an den anderen Dingen, die halt dann kommen, ja, so Alltag. Im Laufe der Zeit. Genau, der Alltag. Mhm. Ja. Und dann kam die Scheidung, nehme ich mal an. Ne? Die kam dann, das war schmerzhaft, aber wichtig war halt auch für mich, dass man das verzeiht, ja? Dass man auch sagt, okay,
Man verzeiht alles, was passiert ist, aber man verzeiht auch sich selber, ja, so dass man jetzt gescheitert ist. Weil natürlich, man hat das Gefühl, oh Gott, man ist total gescheitert, ja, man hat jetzt die Ehe nicht, weil man schwört sich ja die ewige Liebe, ja, also man steht ja vorne und sagt, ja, für immer, ja, und dieses Scheitern, sich auch zu verzeihen, also auch selber, ja, und alles, was passiert ist, das war natürlich ein Prozess und das muss wachsen, ja, und wir haben aber, also aus meiner ersten Ehe sind 2 Kinder und das dritte ist aus meiner zweiten Ehe und ja, das war ein Prozess, also da habe ich wirklich dran arbeiten müssen und aber jetzt ist alles gut, ja, nur so als Ding, aber es ist eine Arbeit, es ist Beziehungsarbeit, ja, es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt der Mann fürs Leben, ja, es war wirklich mein Traummann, mein erster Mann war einfach mein Traummann, ja. Wir waren beide sehr jung, das hat oft nichts zu sagen, aber bei uns war es natürlich, man entwickelt sich viel. Umso jünger man sich kennenlernt, umso mehr Entwicklungsstufen muss man gemeinsam durchmachen. Und wie alt war sie beim Kennenlernen? Also ich habe ihn gekannt, er war 17, gell? Und ich war, oder ich glaube, er war 16 und ich war 17, so irgendwie. Ja? Ich war ein Jahr älter. Also Wahnsinn, ja? Wirklich eine lange Zeit. Und geheiratet haben wir aber erst, war unsere erste Tochter schon 4. Also 2004 haben wir dann geheiratet. Nach wie vielen Jahren Beziehung? Ja, eben von 17 bis 2004. Ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Wir sind noch nicht gleich zusammengekommen. Wir sind zusammengekommen, ich denke mal, es war so 1998, 1999. Mhm. Ja. Und dann haben wir gebraucht bis 2004, dass wir überhaupt sagen, wir gehen jetzt eine Ehe ein. Oder dass er auch gesagt hat, muss ich auch dazu sagen. Ja. Weil, warum frage ich so nach, wann ihr euch kennengelernt habt? Marco und Johanna haben einander kennengelernt mit 13, 12, 13. Genau, in der dritten Hauptschule. Dritten Hauptschule, ja. Wir waren sogar gemeinsam in der Klasse. Na, ja. Wie war das? Na, er war der Stritzi von der Klasse und ich war die Coole, hinten ganz ja, in der letzten Reihe. Und er war halt über der Klassenclown und hat mich irgendwie halt versucht zu, ja, er hat es tatsächlich dann irgendwie auch geschafft. Dann also er hat dir gleich gefallen? Nein. Nein. Aha. Umgekehrt schon? Auch nicht. Naja, schon. Na schon. Ah, schon. Schon, weil ja. Mit 13 weiß man ja, da sind die Mädels schon ein bisschen weiter in der Entwicklung und die genau. Burschen hinten nach. Genau, und interessieren sich noch nicht so fürs andere Geschlecht. Na, aber ja. Es gibt Ausnahmen, bitteschön. Aber grundsätzlich hat man sie vom ersten Moment gefallen. Mhm. Da genau. Hat er gekämpft darum. Und dann seid ihr auch schnell zusammengekommen. Genau, also wir waren dann eigentlich Ende der dritten Haupt zusammen. Mhm. Und dann natürlich mit Up and Downs und On-Off-Beziehung, also die ersten 3, 4 Jahren, sage ich mal, genau. Mhm. Und seitdem sind wir eigentlich zusammen. Das Foto, das wir jetzt eingeblendet sehen, das war von welchem Jahr? Wie alt war also das da? Müsste nach der Hauptschule gewesen genau, sein. Erste die erste Vorzeit war das, ja. Okay. In unserer Dorfdisco. Ja. Und wann seid ihr zusammengezogen? Mit 18. Mit 18. Genau. Und seitdem? Sind wir zusammen. Genau. 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 Weil das gerade die Karin gesagt hat. Und ich glaube, Natascha weiß das auch. Und die Barbara weiß das auch. Beziehungen können scheitern. Man sagt, du wirst es ja beim Uwe auch so gedacht haben, das wird für immer halten, oder? Naja, grundsätzlich, wenn man sich verliebt und glücklich ist, denkt man auch in dem Moment, da muss man noch gar nicht verheiratet sein, das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Und ich finde, in der heutigen Zeit hat ja 20 Jahre Ehebeziehung, 3 Kinder vom gleichen Mann. Manche haben das umgekehrt, 20 Männer in 3 Jahren. Ich hatte immer so ungefähr. Auf alle Fälle, klar, geht man davon aus. Und ich finde das auch toll. Also ich hätte mir auch eine Silberhochzeit gewünscht, die ich jetzt mittlerweile sogar gehabt hätte. Ihr wart auch ein tolles Paar. Ja, waren wir auch. Schon. Aber irgendwann geht es auseinander. Und da, finde ich, hat das auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, dass man sagt, man ist jung und man verändert sich. Der eine geht den Weg. Das kann auch passieren, wenn man älter ist. Ne? Also nicht nur Frauen kommen in die Wechseljahre, auch Männer. Und dann kann das auch mal so ein bisschen auseinandergehen. Ne? Niki war am längsten verheiratet. Ne? Ja. Du bist jetzt auch der Älteste, der Junggebliebene. Ja, wird nicht wehren. Schmerzt nicht. Wie lang warst du verheiratet mit deiner ersten? Fast 50 Jahre. Also die goldene habt ihr gerade nicht gefeiert? Nein, leider nicht. Die silberne ja, aber die goldene nicht mehr. Was ist passiert? Meine Frau war eine schwere Diabetikerin. Herzinfarkt, Schlaganfall und letztendlich Amputation eines Fußes. Und dann ist halt nichts mehr gegangen. Wie war die Ehe? Wunderbar. Ich kann über nichts Negatives berichten. Nur ich viel nachdenkt,
wo sie vielleicht besser machen ob können. Mhm. Ich erlebe jetzt die Liebe ganz anders wie in der Jugend. Inwiefern anders? Naja, in der Jugend nimmt man das gar nicht so ernst. Ich bin heute viel mehr aufmerksam und versetze mich in die Lage von der anderen. Ich finde, zieh dir die Schuhe des anderen an. Wenn sie was sagt, ich tue nicht gleich Antwort geben, ich überlege, was hat sie gesagt. Sie glaubt sicher, sie ist immer recht. Ich auch. Das ist besser, man geht weg, denkt einmal nach, bevor du was sagst, was dir dann leid tut. Weil gesprochen ist gehört und dann das bleibt hängen. Ne? Und das tut weh. Man kann verzeihen, aber nicht vergessen. Das ist gescheiter, man denkt nach vorher. Was hast du denn als so beruflich gemacht in der ersten Ehe? Du hattest da, glaube ich, ein Hobby, Musik. Musik, ja. Ich war Profimusiker und natürlich viel unterwegs. Das bedeutet aber auch viele weibliche Fans wahrscheinlich, nicht? Ich habe nur Fans, ja. Wirklich nur Fans. Da war nie was, nie zur Seite gesprungen? Aber nein, also nichts Ernstes, nein. Aha. Naja, nichts Ernstes. Man flirtet natürlich, tut es gut, wenn man auch gekümmert wird. Es ist schön, aber... Aber du sagst selber, rückblickend, du warst wenig zu Hause. Also du hast viel musiziert und deine Frau oft alleine gelassen. Ja. Also rückblickend weißt du, das war vielleicht nicht richtig. Ja, rückblickend, was man ich vorwirf und denke, ich habe mir eigentlich nie den Gedanken gemacht, was bedeutet das für meine Frau? Mhm. Ich habe mich wunderbar unterhalten, ich habe Geld verdient auch dabei. Wir sind weggefahren oft. Und da habe ich nie gedacht, meine Frau hat zwar immer gefragt, du Schatz, ich störe sie eh nicht. Mhm. Aber sie war so eine Größe und hat gesagt, nein, fahr nur. Nicht? Aber ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. Das heißt, sie war nicht eifersüchtig? Das kann ich nicht beurteilen. Gesagt hat sie nie was. Mhm. Aber heute sage ich mir, das kann doch nicht angenehm gewesen sein für sie. Naja, das ist so ein bisschen ein Indiz auch für Natascha gewesen. Wie war das, als du Uwe Ochsenknecht kennengelernt hast? Wusstest du, wer er ist? Ja, das wusste ich. Okay. Ich habe ihn erst aber nicht im ersten Moment, wir haben uns privat kennengelernt vom Fernseher, das war morgens um 5 zum Boxen. Mhm. Er war bei einem Freund, das war der Nachbar von meiner Freundin und die hat ein paar Leute eingeladen und er kam da rein, hatte für einen Film, glaube ich, 10 oder 15 Kilo hatte er zugenommen. Das habe ich erst im ersten Moment gar nicht realisiert mit Cap und Sonnenbrille. Und kam ein Typ ran, ist so reingeschlürft und war auch unfreundlich, hat also irgendwie Hi gesagt und ich dachte nur, hallo, kannst du dich mal vorstellen, wer bist du? Und habe ich gedacht, ach guck, das ist der Ochsenknecht. Ich habe natürlich Männer vorher gesehen, ich war glaube ich 7 Mal im Kino, davon 4 Dates. Mhm. Also das heißt, ich kannte diesen Film auch und fand den auch cool, aber es war nie so, dass ich dachte so, wow. Ja, und er war halt unhöflich und irgendwann meinte er dann auch zu mir, wer bist denn du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, wer bist denn du eigentlich? Wie wär's, wenn du dich mal vorstellst, ne? Wer bist du? Ne, so. Ja. Und das hat ihn sehr überrascht, weil hatte er ja schon den Erfolg. Und das hat ihm, glaube ich, ein bisschen imponiert, dass ich ihm gleich irgendwie so eine Ansage gemacht habe, weil ich das einfach unhöflich fand. Und ja, 2 Wochen später sind wir zusammengezogen. Ne? Oh. Ja. Ja, gut, auf den Mund gefallen bist du nicht. Ne? Aber ich war schon zurückhaltender zu dem Zeitpunkt. Aber das konnte ich, das geht einfach nicht, wenn einfach nicht einer sich vorstellt. Nicht höflich ist, genau. Ja. Naja, und du hast dir auch, glaube ich, Bedenkzeit gegeben, weil du halt schon dir wahrscheinlich gedacht hast, puh, eine Woche. Schauspieler, Liebesszene, da gehört Küssen dazu. Wie geht man damit um, ne? Ja, das war für mich so, will ich in diese, ich wusste natürlich, er ist bekannt, ist es meine Welt, also ich war ja als Model auch viel unterwegs. Ich war mir nicht sicher, ob das so mein Leben ist, weil ich schon, ich bin da doch eher, ne, Steiermark, ist eher so mein Ding auch. Und da habe ich so gedacht, ja, eine Woche brauche ich jetzt mal, um darüber nachzudenken, ist es das? Und wenn ich mich drauf einlasse, werde ich niemals eifersüchtig sein, weil das bringt natürlich dann gar nichts. Ja, aber es war halt schon die große Liebe, ne, habe ich ja gesagt. Ich habe ja auch nach einer Woche gleich einen Heiratsantrag bekommen. Von daher. 3 wunderbare Kinder mit wunderschönen, exotischen, originellen Namen. Ja. Cheyenne Savannah. Genau. Jimmy Blue. Ja. Und Wilson Gonzalez. Genau. Großartig. Alle mit Bedeutung, ja. Welche? Wilson von Wilson Pickett, Musiker. Mein Ex-Mann, der erste Song, den er live gesungen hat, war halt von Wilson Pickett. Gonzalez, weil die Geburt 15 Minuten gedauert hat, von Speedy Gonzalez. Jimmy von Jimi Hendrix. Mhm. Blue, weil er die Nabelschnur 3-mal um den Hals hatte, der war blau. Im Gesicht. Mhm. Und Cheyenne nach den Indianern, weil ich eigentlich schwarze Haare hatte, oder jetzt, ne, normalerweise. Ja. Und ich dachte, ich kriege eine kleine Indianerin. Und Savannah, weil sie bei der Geburt so ruhig war wie die Savanne. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte von den Namen. Eine schöne Geschichte. Wieso kam es dann zur Trennung nach 20 Jahren? Weil eigentlich, wie gesagt, ihr wart ein tolles Team.
Ich war in der Zeit sehr, sehr krank. Ich bin zweimal fast gestorben in den 20 Jahren. Und das hat für mich dann auch so, kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mich verändern, immer mehr für mich anpassen. Man war nicht so für mich da, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, mit 3 kleinen Kindern. Und beziehungsweise 10 Jahre Unterschied zum Großen und zur Cheyenne. Mhm. Und gerade bei Cheyenne ging es mir sehr schlecht gesundheitlich nach der Geburt. Ich hatte in einem Jahr 2 Operationen und an der einen wäre ich dann auch fast gestorben. Und da war für mich diese Einsamkeit dann da. Und ich habe gemerkt, ich muss mich verändern und das tut mir nicht gut. Mhm. Und natürlich ist es als Frau so, man gibt irgendwie Warnschüsse ab und man sagt, du lass doch mal reden. Die Männer brauchen aber, glaube ich, manchmal so ein bisschen länger. Denn wenn man dann plötzlich sagt, das war's jetzt, dann sagen die, wieso hast du vorher nichts gesagt? Ja, habe ich aber schon 10 Mal. Aber hätte das überhaupt wahrgenommen? Er war ja wahrscheinlich wenig da, oder? Naja, wir haben immer viele Reisen zusammen gemacht. Aber es war dann für mich so nach 20 Jahren und ums Leben zweimal kämpfen. Und dann ist mein Vater gestorben, den habe ich auch noch ein Jahr gepflegt. War ich an dem Punkt irgendwie angelangt, dass ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen mehr haben. Ich möchte wieder gesehen werden. Und das ist verloren gegangen. Weil ich denke mir, früher haben vielleicht die Frauen auch so empfunden, aber weil sie eine gewisse Abhängigkeit gehabt haben, sind sie halt geblieben. Mhm. Dann übertaucht man eine gewisse Phase, dann wird es wieder ein bisschen besser. Also, weißt du, was ich meine? Ob man vielleicht zu schnell das Handtuch wirft. Wobei natürlich, vollstes Verständnis, weil zu einer... Ja, es ging ja über Jahre. Ne? Also ich, bin jetzt nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, ich trenne mich. Ja. In dem Moment, als ich die Trennung vollzogen habe, war das tatsächlich beim Frühstückstisch. Das war dann wirklich spontan. Ja, dann hat es dir gereicht. Es war halt so ein langer Schwanz. Das ging über Jahre und natürlich waren Krankheiten und dann trennt man sich auch nicht und dann Kinder und dann versucht man... Aber letztendlich war das so, ich wollte mich nicht verlieren. Ich habe ja eine Vorbildfunktion für meine Kinder. Und wenn ich dann plötzlich ein Leben führe, was mir nicht gut tut und was mich nicht glücklich macht. Kinder sind sehr sensibel. Ja. Die erkennen das viel schneller, wenn die Eltern sich nichts mehr zu sagen haben oder wenn es Stress gibt. Und da habe ich nehme ich diese Vorbildfunktion schon sehr ernst, auch meinen Kindern zu zeigen, ey, okay, ich bin jetzt bis hier gegangen, jetzt geht's nicht mehr. Und im Prinzip habe ich ja auch bei 0 angefangen. Also ich habe keine Millionen auf dem Konto und bin superreich geschieden worden. Mhm. Und vom Alter her war ich ja auch schon über 40, wo dann schon viele sagen, ja, ich wusste auch nicht, was mache ich beruflich? Ich lande in irgendeiner Agentur, werde da irgendwie vielleicht Künstler vermitteln oder so. War mir gar nicht bewusst, wie mein Leben weitergeht. Ne? Ich kann das total gut verstehen. Ja? Also ich finde auch, unsere Generation zum Glück darf auch mitentscheiden, ja, bleibe ich in dieser Ehe oder ist es eben jetzt zu Ende, ja. Aber natürlich haben wir diese Erfahrungen in uns. Wir kennen das von unseren Eltern, ja. Meine Eltern sind jetzt auch, die haben goldene Hochzeit gefeiert, ja. Und natürlich fühlt man sich dann so, ich habe es nicht geschafft. Das Versagerin ein bisschen. Ja, ne? Genau, natürlich. Ja, ja, habe ich mich nicht gefühlt. Also ich finde, man sollte auch eine Beziehung, die man aufgeht, nicht als Scheitern unbedingt sehen. Es ist eine traurige Geschichte. Es ist aber Zeit vielleicht für eine neue Veränderung, eine positive Veränderung. Und aber was hast du mitgenommen dann, Natascha, oder auch die Frage an alle, für die nächsten Beziehungen dann, als aus der ersten langen Ehe? Ich habe einfach mitgenommen, dass ich mir selber treu bleiben möchte. Und wenn ich wieder an so einen Punkt komme, wo ich mich verlieren würde, wo ich sage, das bin ich nicht mehr, dann würde ich wieder gehen. Und ich hatte ja dann eine Beziehung von 9 Jahren und kam dann auch wieder an den Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe wieder alles gegeben, wurde wieder nicht gesehen. Dann dachte ich mir, nee. Und deshalb bin ich jetzt glücklicher Single. Ich genieße das jetzt und natürlich begegne ich tollen Männern. Denkst du dir manchmal, warum haben andere Frauen so ein Glück? Was machen die anders? Sind es die Partner, dass diese Beziehungen so lange halten? Also es heißt ja oft, man kriegt den Partner, den man irgendwie in der Zeit anzieht. Das sehe ich gar nicht so. Ich liebe mein Leben, wie das jetzt ist. Ich war, sagen wir mal, jetzt knapp 30 Jahre in 2 Beziehungen. Und für mich ist das so, ich genieße diese Zeit. Ich war Vollzeitmutter. Ich habe 20 Jahre mich um meine Kinder gekümmert. Und ich finde, die sind auch ganz gut gelungen. Und meine Kinder wollen, Mama, komm doch jetzt hier. Jetzt bin ich in der Steiermark. Also ich bin ja immer da noch aktiv. Und ich liebe es gerade wirklich, Single zu sein. Ich kann morgens aufstehen, ich kann die Musik hören, die ich will. Ich kann 100-mal Traumschiff gucken, ohne dass einer sagt, guckst du schon wieder so eine Schnulze. Also ich liebe dieses, ja. Und natürlich bin ich aber jetzt auch, ich bin jetzt, sagen wir mal so, in der Phase, wo ich sage, wenn jetzt ein super Typ vor mir stehen würde, wäre ich bereit, auch mit ihm Kaffee trinken zu gehen. Das war ich bis vor kurzem nicht, weil ich das einfach, ich finde es schön. Und ich finde es immer schade, dass Menschen so sagen, ach Mann, du bist Single, ach, tut mir echt leid. Und ich so, nee, ich liebe das. Ich kann machen, was ich will. Das ist ja etwas, was Johanna gar nicht kennst, allein sein. Du bist ja, wenn du seit dem 13. Lebensjahr mehr oder weniger mit Marco zusammen bist, kennst du das gar nicht, ne?
Nicht wirklich, nein. Aber ihr seid ja noch quasi jung, da kommt noch sehr viel auf euch zu. Wie geht ihr um mit Streiten zum Beispiel? Weil man das hat ist ja bei schon uns tatsächlich genau umgekehrt. Also genau. Ich bin diejenige, also er will immer sehr gern diskutieren und er ist eher so die typische Frauenrolle. Frauenrolle hast eben du. Ich nehme den Hund und gehe mal eine Stunde spazieren, weil ich kann nicht diskutieren, du musst ich mal überhaupt nicht. Ich bin einer, die was das und ich glaube, einfach überhaupt nicht. Entschuldigung, ich glaube, in einer Beziehung, in einer Langzeitbeziehung, gerade wo man so jung zusammenkommt, natürlich, ich meine, da erlebt man extrem viel, 14, 15, dann kommt die jung Erwachsene und und ich glaube, man muss schon Abschluss, in einer Beziehung müssen beide Seiten arbeiten dran. Immer. Weil ich habe auch meinen eigenen Kopf, ich will auch oft lieber was anderes machen wie die Johanna. Aber es ist ja trotzdem gemeinsam, darum sind wir so lange zusammen und auch verheiratet. Aber es war ja irgendwann einmal länger aus, ne? Genau, zwischen 17 und 18 war es wieder ein Jahr aus. Ja, es hat sich nicht jeder mal ausprobiert, ja. Genau. Andere Partner probiert, das kann doch nicht irgendwie so die erste Liebe so gewesen sein. Ich meine, das ist irgendwie voll unlogisch. Und man probiert sich halt einfach aus. Ich meine, das, für das ist ja das, trotzdem irgendwie die Pubertät und da ist irgendwie auch da. Das soll ja auch so sein. Dann ist dieser Punkt gekommen, da waren wir gemeinsam auf einem Dorffest und ich stehe halt am WC und auf einmal geht hinter mir die Tür zu. Und ich habe die Hanna wirklich ignoriert. Also sie hat alles versucht, muss ich auch sagen, dass es mir eifersüchtig gemacht hat. Mir war das einfach zu diesem Zeitpunkt egal. Weil ich bin ich, Johanna ist Johanna und wir gehen beide seine Wege. Und beide Single zu dem. Genau. Genau. Und auf einmal geht hinter mir, hinterm Klo die Tür zu. Hm. Was ist jetzt los? Steht Johanna herinnen, sperrt es zu. Sag ich, aus, für mich ist das erledigt. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg und erledigt. Ich mag nicht mehr. Ja, und seitdem sind wir dann eigentlich wieder. Dann hast du dich überzeugt. Ich habe anscheinend überzeugen können. Ja. Also, es war halt einfach immer so on-off. Also, wir haben irgendwie nicht miteinander können, aber auch nicht ohne einander. Und das war halt irgendwie so, wir haben trotzdem die Entwicklungszeit so on-off gehabt. Mhm. Und natürlich haben wir die ganzen, also wie ich jetzt schon gesprochen worden ist, die ganzen Veränderungen im Leben, ja, die kommen. Du bist halt 18 unabhängig, ja, du verdienst dein erstes Geld, willst vielleicht andere, hast vielleicht andere Ziele im Leben. Und das war bei uns eigentlich immer so, wir haben immer eigentlich die gleichen gehabt und deswegen hat das auch immer sehr gut funktioniert. Wer weiß, was in 5 oder 10 Jahren ist, das können wir natürlich nicht sagen. Aber bis dato haben wir immer eigentlich die gleiche Richtung eingeschlagen und das war eigentlich das, ich wollte jetzt gerade so fragen, was machen. Verbindet euch? Genau, wir also haben natürlich auch schon extrem viele Krisen gemeinsam gemeistert, weil das, was ich alleine nicht geschafft hätte und die Hanna nicht, das haben wir immer gemeinsam gemacht. Sei es, wir wollten einmal ein Haus übernehmen, das ist leider dann nicht. Ein Bauernhof, glaube ich. Ja, genau. Es ist leider dann nicht, oder hat nicht leider, es hat halt nicht funktioniert und dann sind wir vor der Entscheidung gestanden. Die Krisen verbinden auch oft, gell? Aber ich finde, es wichtig ist, ist man egal, ne? Also der eine kann nach rechts gehen, der andere kann nach links gehen. Das Wichtigste ist das Ziel. Das und Ziel, das hat der ja. Und da ist es ja egal, wie man hinkommt. Ich habe einfach gemerkt, das Ziel, und das ist ja eigentlich mit das Wichtigste im Leben, das ist halt diese Basis, die ihr habt. Genau. Und dann ist halt auch mal Stress zwischendrin, aber ihr wisst, ihr habt einen Fokus auf dem Ziel und das, denke ich, funktioniert immer ganz gut. Ja, ich meine, wenn man da immer drüber redet, was könnte verlieren, Haus, Firma, sonst irgendwas, das steht eigentlich außer Frage, weil wenn es nicht mehr passen würde, das kann ich jetzt nicht sagen, was in 10 Jahren ist, dann muss man sich halt im Guten trennen. Aber das sind wir uns auch irgendwie auch voll klar. Also auch wenn wir das Privileg haben, dass wir schon so lange beieinander sind, aber das nehmen wir immer nicht so wahr. Also zu uns sagen wir nicht selbstverständlich. Nein, überhaupt nicht. Wie ist das, im Leben? Also ich sehe halt nur immer Paare, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Jahre hernehme, die 20, 30 Jahre zusammen sind. Was mir fehlt bei denen, wenn ich die beobachte, es gibt kein, wenn einer nach Hause kommt, ein Bussi oder Servus oder so, sondern die leben nebeneinander. Das würde mir extrem fehlen. Also wenn der Georg heimkommen würde und ich würde kein Bussi bekommen, ja, auch nach 10 Jahren will ich mein Bussi haben. Ja, aber man muss damit rechnen, dass irgendwann der Alltag einzieht. Ja, ja, aber und das ist was, das ist ja nicht schlecht, aber man muss es wissen. Ja, im Sinne von, das war für mich am Anfang auch ein bisschen enttäuschend in meiner ersten Ehe, ja, wo ich auch dachte, so spätestens nach einem Jahr, da gibt es auch irgendwelche Studien, dass dann auch dieser chemische Prozess des Verliebtseins. Nach 4,5 Jahren Oxytocin. So lange? Ja, 4,5 Jahre. Noch 1,5 Jahre. Das ist schon sehr ambitioniert. Es wird immer kürzer. Ja. Also ich habe gehört, von nach einem Jahr, also nehmen wir so einen Mittelwert, dass man einfach damit rechnet, dann ist das nicht mehr. Ja? Am Anfang findest du es noch total sexy, wenn der schnarcht.
Ja? Und du findest es super, wenn die Socken rumliegen. Nee, oder das du findest es einfach gut. Cool. Es ist einfach gut. Also, ja? Irgendwann ist es aber nicht mehr so. Nein, ja? Es ist irgendwann dieser Punkt. Nein, wo sie schon recht hat, ja? Karin, Natascha, ist aus Liebe akzeptiert man ja sehr viel. Ja. Ja. Absolut. Und wenn man dann einige Beziehungen hatte, du bist ja auch mehrfach geschieden. Ja. Ja? Man nimmt ja aus jeder Beziehung was mit und sollte ja was gelernt haben. Das ist auch das Thema, was uns die Liebe lehrt. Und was ich gelernt habe, ist, so wie du es auch angesprochen hast, zu schauen, wie weit kann ich mitgehen. Ich habe immer alles im Stillen mit mir ausgemacht zuerst. Und erst, wenn es bei mir nicht mehr gegangen ist, dann habe ich was gesagt. Und jetzt ist es so, also wie ich mit Georg zusammengekommen bin, da sind wir wirklich zusammengesessen und ich habe gesagt, hör zu, das und das und das und das, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ja? So weit gehe ich nicht mehr. Wenn du das akzeptierst, dann wird das super. Wenn nicht, wenn wir nicht drüber reden können oder Ding, dann wird das nicht funktionieren. Und jetzt erzähl ein bisschen dieser, entschuldige, ganz kurz, dieser, wolltest du was sagen, Marco? Na, sag. Ich meine, man darf dann nicht vergessen, zu uns sagen auch viele Bekannte, bei euch ist alles perfekt. Ja. Nein, es ist nicht perfekt. Ist nicht. Weil, das ist ja nur nach außen. Ja, es ist ja eine Beziehung, was so lange andauert, nicht perfekt. Nein. Ich meine, man hat dann immer diese Schmetterlinge im Bauch wie mit 13, weil das nicht funktioniert. Aber wie soll das dann gehen in 20 Jahren? Nein, aber es ist natürlich, es trifft der Alltag ein. Aber den Alltag meistern wir gemeinsam. Ob das beruflich oder privat ist. Na, und gebt ihr euch einen Bussi, wenn ihr euch seht? Natürlich. Immer. Immer. Also die gewissen Rituale gibt es immer. Ja, Rituale sind total wichtig. Die sollte man auch beibehalten. Also ja, da soll man auch, muss man auch dran arbeiten und sagen, hier komm her, gib mir einen Schmatzer oder absolut nicht. Ne? Ja. Auch das, wenn der andere nach Hause kommt und man ist dann nicht so gewöhnt. Ich meine, es ist ja immer wer da, ja? Wenn du in einer Ehe bist, 24/7. Kommt immer wer nach Hause. Ja? Das hat Vorteile, aber es hat natürlich auch Nachteile. Ja? Bei mir kommt keiner nach Hause. Absolut. Ich habe auch meine Vorteile. Dann das kann ich total verstehen. Ja? Aber es ist halt dieses, ich muss dem anderen auch, und das ist eben diese Beziehungsarbeit, ja, was braucht er jetzt, wenn er nach Hause kommt, ja, möchte er kurz Ruhe haben, so ist mein Mann nämlich, ja, mein aktueller Mann, oder ist es so, so wie ich sprudel über von, ich muss jetzt erzählen und da muss man sich halt annähern im Sinne von, was ist für beide lebbar, ja, und das ist auch Liebe. Hast du, Karin, beim zweiten Mann, so ähnlich wie die Barbara, schon deine wie sagt man, nicht To-Do-Liste, Check-up-Liste, wusstest du genau, das will ich nicht mehr? Das hatte ich ja beim zweiten Mal auch noch nicht. Nein, also das meiste ist unbewusst. Das meiste ist unbewusst. Und wir glauben immer, wir gehen frei in eine Beziehung und das ist nicht so. Ja. Sicher, wir haben den Rucksack mit. Ne? Jeder hat so ihre Glaubenssätze mit. Ja. Du hast das gesehen bei deinen Eltern, du hast schöne Hollywood-Filme gesehen oder was auch immer. Ja. Und das beeinflusst dich. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo du dann jemanden siehst, der dem entspricht, bist du natürlich total verliebt. Ja? Und wenn du dann also älter wirst, ja, sage ich jetzt auch zu euch beiden, oder auch reifer oder wie auch immer man das nennt, ja, in meiner zweiten Ehe war ich wirklich völlig angstfrei. Ja? Also ich habe meinen zweiten Mann kennengelernt, da war ich nicht mehr voll von diesen Jösers und wenn er nach Hause kommt, dann muss das Kind schon schlafen, weil damit er seine Ruhe hat und das muss sein und ich muss dünn, dick, was auch immer sein, ja? Sondern es ist einfach angstfreier. Ja, es ist eine sichere, mehr auf Augenhöhe vielleicht. Mhm. Ja, aber ich weiß natürlich auch, dass ich mit den Partnern, wo ich Kinder habe, ja, bin ich immer verbunden. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man, ich glaube, dann steigt man nochmal so ins nächste Level. Ja, weil du bist einfach bis ans Ende deiner Tage verbunden als Eltern. Nicht mehr als Liebespaar, aber schon in einer liebevollen Art und Weise. Hast du aus den Beziehungen was mitgenommen, Barbara? Gelernt habe ich, dass ich eben meinen Weg weiß. Dass ich ein bisschen nicht mehr egoistischer alles, sein darf. Ich akzeptiere nicht mehr alles und ich schaue auch nicht weg. Jetzt erzähl vom Georg. Er sitzt ja heute hier im Publikum, dein um 25 Jahre jüngerer Partner. Es ist ja wohl so, wenn der Mann älter ist, dann als ist die das Frau, in der Gesellschaft akzeptiert. Ja, eher. Aber auch die Frauen geben Gas. Auch Natascha wird dann nachher mitreden können. Hollywood-Stars wie Demi Moore haben es vorgemacht. Wie geht's dir dabei? Ist das, welche Bedenken hattest du? Na, 25 Jahre, er könnte ja dein Sohn sein, ne? Genau, er könnte mein Sohn sein. Ich habe Gott sei Dank nicht so früh angefangen. Ich habe meine Söhne erst mit 30 und 32 bekommen. Aber am Anfang habe ich mir gedacht,
Was will er eigentlich von mir? Will er vielleicht nur am alten Radlfahren lernen? Aber ich war dann schon sehr hin und weg gerissen, dass ich mich mit einem Mann, der 25 Jahre jünger ist, so toll unterhalten kann wie mit keinem meiner Partner, mit keinem, mit dem ich von Anfang an auch eine seelische und körperliche Verbundenheit hatte. Eben gerade auf der Kur, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich habe am Anfang tatsächlich seine Schmerzen gefühlt, weil ich habe keine Knieprobleme. Mhm. Und ich wusste nichts von seinen Knieproblemen. Und dann habe ich gesagt, boah, tut weh. Und also, was? Ich habe doch Knieschmerzen. Mhm. Und also es war wirklich extrem schlimm für mich am Anfang. So, oh Gott, wie kann mir ein Mensch so nahe sein, den ich gar nicht kenne? Ja? Also kann man sagen, dass er die erste große Liebe ist? Wenn man darüber nachdenkt, ja. Und wie war das jetzt mit der Familie, mit deinen Kindern, mit seinen Eltern, die ja nur ein paar Jahre älter sind als du, glaube ich? Also ich selbst habe ja keine Eltern mehr. Meine Eltern sind ja beide 2011 verstorben. Mhm. Somit war da jetzt mal niemand, den ich vorstellen kann. Aber meine Kinder sind ja nur 3 Jahre und 5 Jahre jünger als er. Also da habe ich schon Bedenken, habe ich mir gedacht, soll ich das meinen Kindern sagen? Wir haben die ersten 8 Monate jetzt mal alleine genossen. Wir haben uns immer alleine getroffen. Wir haben dann nach und nach begonnen, er war in einem Verein mit Reptilien, dass er mich da mitgenommen hat. Und man hat nach und nach halt mal so vorgefühlt, wie reagieren die Menschen auf uns. Wenn wir alleine irgendwo hingegangen sind, war es uns das wurscht, weil das waren Fremde. Aber man hat halt nach und nach geschaut, wie haben auch die Freunde reagiert. Und es war eigentlich von Anfang an durchwegs keiner dabei, wo man ein Problem gesehen hätte. Mhm. Ja, die waren alle aufgeschlossen. Er hat auch sehr viele ältere Freunde durch den Verein und so. Aber dann, wie der Tag war, irgendwann sollte ich seine Eltern kennenlernen, die nur 3 und 5 Jahre älter sind als ich. Die Mama vor ihm hat ja schon ein bisschen was gecheckt. Die hat schon gesagt, hast du vielleicht eine ältere Freundin? Mhm. So weißt du das? Na, Facebook wahrscheinlich. und plötzlich an einem Sonntag, wir haben eine Bohrmaschine gebraucht und er sagt, jetzt fahren wir nach Hause und holen eine Bohrmaschine. Sag ich, wie kann ich am Sonntag plötzlich zu deinen Eltern fahren? Mhm. Ja? Und ja, er hat aber angerufen. Warum nicht? Naja, das weil ist doch ich so gar nicht Sie vorbereitet denken. War. Ja, das ist dein Mann, das ja, ist deine Liebe. Aber es war halt so überhaupt nicht, ich war nicht vorbereitet. Ja. Mhm. Und er so, okay. Ja, ich rufe jetzt einfach an und... Ja, wir sind hinkommen und das war sofort, hallo, ich bin die Mama Mona oder sag auch wie. Oder, und das, ja, okay. Das ist so. Und eine Woche später oder 2 Wochen später habe ich die ganze Familie auf einmal kennengelernt, weil die haben so ein Ritual, viermal im Jahr macht irgendwer ein anderer ein Essen, richtet ein Essen aus und die Oma, Opa sind über 80 und die haben mich sofort und sie liebt mich heiß. Also ich bin total glücklich, weil ich habe jetzt eine Familie, die ich ja so nicht mehr hatte. Ne? Meine ganzen Verwandten sind eigentlich... Jetzt schwebst du im Glück und ja, sei dir von Herzen vergönnt. Mhm. Denkst du manchmal, was ist in 10, in 20 Jahren? Mhm, natürlich. Da bist du... Wahrscheinlich mehr als er. Wie alt bist du dann? Über 60. Ja? Ja. Also ich spreche sehr oft drüber. Ich sage sehr oft... Ich bin nicht naiv, ich muss damit rechnen, dass irgendwann die Frau vor der Tür steht für ihn, die ihm Kinder schenken zum kann, Beispiel, die ja. ihm eine Zukunft schenken kann, weil in 20 Jahren, wie gesagt, bin ich über 60. Ja. Er sagt dann immer, hör auf, das will ich gar nicht hören, wir leben im Heute. Und dann sage ich das aber... Super. Ja, eh und super. Punkt und Schluss. Ja, bei mir ist und aber das nicht meine Punkt. Ich mit diesen Glaubenssätzen. Ja, ja. Ja, man hat doch sowas drin. Die Ängste, die da raufkommen, die haben ja gar nichts mit ihm zu tun, weil wenn es für ihn toll ist und wenn für ihn das in Ordnung ist... Dennoch ist halt, muss man zugeben, man darf nicht engstirnig und egoistisch sein, weil ich muss ihm den Weg trotzdem freigeben. Aber mit engstirnig und egoistisch... Aber entschuldige, die Gedanken, Natascha, macht sich ein Mann nicht, der eine deutlich jüngere Geliebte hat. Nö, natürlich nicht. Ne? Aber es ist auch so, dass natürlich junge Männer, die natürlich dann den Mut haben, mit einer älteren Frau auch zusammen zu sein, dass die das aber auch nicht sehen. Und letztendlich sind wir Frauen sowieso immer in der Position, dass wir oft viel mehr denken als Männer. Ob das jetzt immer gut ist, da ist dahingestellt. Man kann auch das kaputt denken. Ne? Du hast ja als eine der ersten prominenten Frauen in Deutschland öffentlich zugegeben, dein neuer Freund, dein neuer Partner ist jünger. Wie viele Jahre jünger 20 war er? 20 Jahre jünger. Genau. Wie war das Echo damals? Naja, es war mir schon bewusst, dass das eine große Pressenummer werden wird, weil es das
hört sich jetzt blöd an, aber es gab es so in Deutschland noch nicht. Also ich war da tatsächlich irgendwie offiziell. War da die Demi Moore Ashton-Kutcher-Geschichte schon? Ja, aber das geht, ist ging jetzt ein bisschen, das ist Amerika, da, da denkt man so, ach, die Hollywood-Stars haben eh alle eine Schraube locker, die machen sowieso, was sie wollen. In Deutschland war es nicht so, natürlich drei Kinder dann auch und so getrennt. Und ja, der hat sich hat halt Vollgas gegeben, wollte unbedingt, dass wir zusammenkommen. Und dann habe ich mir aber jetzt auch nicht, der einzige Gedanke war tatsächlich nicht, wie leben die Leute das auf, das ist mir Schnuppe. Ich habe das meinen Kindern auch nebenbei erzählt, also jetzt nicht irgendwie, wir müssen uns mal hinsetzen, ich habe euch was Wichtiges zu erzählen. Das ist auch, finde ich, oft ein Fehler, wenn man seinen neuen Partner vorstellt. Ich habe das beim Kochen gemacht, ich habe, ach übrigens, habe jemanden kennengelernt und ach, der ist übrigens 20 Jahre jünger, also entspannt euch. Ne? Ich würde euch auch niemals in eure Beziehung reinreden. Das, der kommt jetzt nächste Woche. Ja, gut, alles klar. Also es gab nie Probleme. Meine Mutter hat total wichtig. Ja, weil was echt in den Medien dann? Durch, also wirklich positiv. Das war, also ich dachte so, okay, jetzt kriegst du richtig die Keule verpasst. Ich habe damit gerechnet, dass ich vielleicht, dass es, ja, wie kann sie nur 20 Jahre jünger und um Gottes Willen und so. Aber es war genau das Gegenteil, weil ich eben die Erste war und plötzlich haben sich immer mehr getraut, sich zu zeigen. Ne? Frauen, die einen jüngeren Partner haben. Wir haben ganz viele geschrieben, ich habe ganz viele Zuschriften bekommen. Und es war eher so Mutmacher, dass ich mich getraut habe, das zu sagen, ich habe jetzt einen Typen 20 Jahre jünger und es hat ja auch 9 Jahre funktioniert. Wie war diese Beziehung? Das war okay. Natürlich kannte er meine Lieblingssongs nicht, ne? Ist klar. Ja, das ist 70er Jahre waren ein bisschen schwierig. Ne? Er war 84er Baujahr und ich 64er. Ist natürlich ein Unterschied. Und ja, aber es hat funktioniert. Es war alles toll. Es war halt eine Fernbeziehung. Das war auch ganz gut. Ich glaube, hätten wir direkt zusammen gewohnt, hätte es auch nicht so lange gehalten. Aber war es auch so, die Interessen, die dann irgendwie auseinandergehen? Also der junge Mann? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin ja auch immer viel unterwegs und, und durch meine Arbeit auch und so. Es war eher so, dass er das plötzlich ganz toll fand, alles, was ich so, der rote Teppich und alles ganz toll. Vorher war es, ja, okay. Und dann dachte ich mir, nee, das brauche ich jetzt auch nicht. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns, ja, witzigerweise über Facebook kennengelernt. Okay, das war aus Versehen, dass ich ihn angenommen habe als Freundschaftsanfrage, weil ich dachte, das ist der Mann von meiner Freundin, der Fußballer war. Und sie hatte mir gesagt, sie macht eine Seite, wo sich alle verabschieden können, hört auf, professionell Fußball zu spielen. Und ich habe ohne Brille geguckt und der sah halt genauso aus, schwarze, lange Haare, weißes Fußballtrikot. Und er war eben auch schwarze, lange Haare, weißes Fußballtrikot. Und als ich das dann gecheckt habe mit Brille abends im Bett, dachte ich mir, ich schmeiß den jetzt raus. Und dann war der gerade online, hat geschrieben, wer bist denn du? Und so ist es passiert. Und jetzt ist er ja, glaube ich, in einer Beziehung und hat schon zwei Kinder oder kriegt das zweite. Genau. Mit einer natürlich jungen, schönen. Tut das weh? Wenn man sich dann denkt, ich bin froh, dass die Sache durch ist, Gott sei Dank. Ja. Weil so viele Sachen passiert sind, wo ich dachte so, boah, hätte ich das mal schon alles viel früher beendet. Da war ich auch einfach zu nett. Aber so ein junger Mann hält schon jung, oder? Da sehe ich jetzt alt aus. Ich bin Großmutter. Ja, unglaublich, unglaublich. Aber du weißt, was ich meine. Da ist man dann schon aktiver. Als nee, das war ich auch so. Ich war eher die Aktivere als er. Also das habe ich von meiner Mutter. Die ist auch mit 81, geht feiern und Party. Und nee, das liegt in der Familie. Das hat mit dem Mann bei mir nichts zu tun. Weil ich habe nämlich deswegen gefragt, deine Beziehungen und jetzt bist du Single. Wie lange, wie viele Jahre bist du jetzt Single? Ich glaube 2,5 Jahre oder so. 2,5 Jahre, nur das ist ja nichts. Weil du warst, glaube ich, nie alleine und die Karin ja auch nicht. Also ich nicht lange, ich habe das nicht lange ausgehalten. Und ihr ja auch nicht und der Niki auch nicht. Ja. Man muss das ja auch dann ein Stück weit lernen. Das sage ich ja, man kann das feiern. Und hätte ich mich nicht von meinem Ex-Mann getrennt, ich hätte nie gewusst, dass ich Bücher schreiben kann, dass ich meine Kollektion auf die Beine stelle, dass ich im Fernsehen aktiv bin. Wie stark du eigentlich bist. Ja. Genau. Und wie erfolgreich du bist. Das ist eben das, was ich meine. Das ist kein Scheitern. Sondern das ist, du erkennst plötzlich, was mit dir passiert. Das ist einfach eine Blume, die man neu gießt. Niki, plötzlich kommen da mehr Blüten. Ich wollte das positiv umlegen, was du sagst. Ich brauche jemanden. Ich sehe das so, ich habe jemanden. Mhm. Wenn ich in der Früh aufstehe, sagst du, Gott sei Dank, ich kann alles machen. Und ich denke mir, Gott sei Dank, ich habe jemanden in der Früh, der mir das Frühstück reicht, der vis-à-vis von mir sitzt. Das ist für mich ein wunderbares Erlebnis, obwohl ich schon Urgroßvater bin, meine ich das Altersunterschied. Das Alter ist eine Zahl, sonst nicht. Genau. Anni, warst du in einer Beziehung vorher oder ist dein Partner verstorben? Nein, mein Mann ist auch verstorben. Wir haben 50 Jahre verheiratet. Wo habt ihr euch kennengelernt? Über Internet. Internet. Ja. Und wie war deine Ehe? War auch gut. 50 Jahre. Mhm. Ein Kind habe ich, zwei Enkelkinder. Ja. Entwickelt sich so in 50 Jahren, wird das dann langsam zur Gewohnheit? Schon, aber jetzt ist es anders. Irgendwie, ich weiß nicht, kann ich das nicht erklären. Der Niki ist so ein Partner,
Meiner war auch nicht schlecht, aber anders. Er zeigt mir so viel Liebe in der Früh, wenn er aufsteht, Bussel. Am Abend, wenn man schlafen geht, Bussel. Oder irgendwann, wenn man irgendwas mag, so Kleinigkeiten, kommt er mit Blumen, bringt er mal Blumen. Oder für irgendwas, alles ist er dankbar. Und ich tue ihm das irgendwie zurückgeben. Und möchte ihn nicht streiten. Manchmal bin ich so irgendwie, aber dann überlege ich mir, hätte ich das nicht sagen sollen. Mhm. Und dann tun wir diskutieren. Oder er ist mehr sportlicher Typ, was ich nicht bin. Aber trotzdem, ich renne auf Pferdewandel mit, ich gehe mit ihm Schwammerl suchen oder jetzt Bärlach in Wald. Er reist dich mit, ja, sozusagen. Ja, ich mache es nicht gern, aber ich tue es, weil, denke mal, ist auch nicht für mich schlecht, wenn ich mich bewege. Hast du aus der Ehe etwas gelernt, also was du jetzt sozusagen mehr oder weniger anders schon, erlebst? Dass ich nicht stur durch, mit Kopf durch Wand gehe. Dass ich muss am Partner genauso eingehen und nicht immer noch meinen Kopf gehe, dass muss ich das besprechen. Sag, und hättest du dir gedacht, dass du sozusagen im, ich meine, was ist heutzutage, 70 ist ja kein Alter, ne, heutzutage, aber man sagt trotzdem im höheren Alter, eine Zahl, noch jemanden kennenlernst, der, den du so liebst und der dich so liebt und das ist sozusagen die, diese rosaroten, diese Brille und alles. Nein, das hätte ich mir nie gedacht. Ich denke das alle, weil das war Glück. Ich denke mir, das haben so unsere Toten von oben geschickt. Ja, vergönnt sozusagen. Ja, ja. Das heißt, ihr wollt Niki heiraten? Auf alle Fälle, das haben wir sie versprochen. Wir und gesagt, warum heiraten? Man kann ja so auch sagen. Ja, weil wir den Segen auch von unserem lieben Gott haben wollen. Mhm. Weil wir sind so dankbar, weil es sich keiner geglaubt hat. Und wenn man 50 Jahre verheiratet ist, spürt man, was Liebe ist. Und wenn man dann wem verliert, dann weiß man, boom, jetzt ist es aus, jetzt gibt es nichts mehr. Da ist man wirklich in so einer Tiefe und sagt, mit dem Alter, das Leben ist vorbei. Und wenn man dann noch einmal wem kennenlernt, das, was wir jetzt erleben, dieser Höhenflug, unglaublich. Und für das sagen wir, finden wir nicht selbstverständlich. Und es ist eine andere Wertigkeit dann von der Beziehung, nicht? Wenn man sozusagen im Alter sich verliebt, das ist ja dann wieder ein bisschen anders als mit 13. 15. Ja, es wäre natürlich toll. Ich meine, ich führe natürlich ein ganz anderes Leben und ich komme schon sehr dominant rüber. Ich bin aber privat, hat bei mir schon durchaus ein Mann mal auch mal, kann auch mal was sagen. Ne? So ist ja mal nicht. Und da freue ich mich auch drüber. Also ich brauche jetzt nicht jemanden zu Hause, der nur Ja und Amen sagt. Ich finde es toll, wenn man da zusammen das Marco, machen kann. Marco, willst du was sagen, der Marco? Sag mal. Aber ich glaube, es ist das Schönste. Ich meine, natürlich, es kann jeder machen in einer Beziehung, zumindest ist es bei uns so. Ja. Es geht jeder sein Hobby noch, oder jeder seine eigenen Freunde, auch natürlich gemeinsame Freundeskreise. Aber dass ich dort Single sein muss, dass ich machen kann, was ich will, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber es hat ja jeder seine Freiräume auch. Verheiratet seid ihr noch nicht? Genau, seit 2 Jahren. Also fast 2 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Da. Mhm. Ah, okay. Sag, weil du am Anfang gesagt hast, also mit Eifersucht, führt mich auf die nächste Frage, nämlich mit der Ehrlichkeit auch oder mit Seitensprung. Es gibt ja auch mögliche Formen der Beziehung, wie offene Beziehungen. Es kann ja gerade in der Liebe, kann ja immer was passieren, wie wir bei Barbara gesehen haben, dass sich einer von euch zwei, also Marco und Johanna jetzt, verliebt. Das kann passieren. Natürlich, kann passieren, das wissen wir aber auch gemeinsam. Dass das ist kann auf der Stunde vorbei sein. Also, ach so, vorbei? Nein, ich sage jetzt nur, was irgendwer wo verliebt in einen anderen oder sonst irgendwas. Grundsätzlich, oder es ist unser, trotzdem unsere Meinung, wann das sein sollte, das kann ich nicht wissen. War schon mal was? Das weiß keiner, nein. Nein. Also, außer das eine Jahr. Ja, genau. Na gut, dann war's schief. Habt ihr eigentlich Kinder? Nein, Kinder? Noch nein, nicht. Aber ist das interessant, was du jetzt sagst? Das kann ja heute oder morgen passieren. Das kann ja sein. Und das war für uns zwar unvorstellbar. Ja, aber da sind wir realistisch. Das ist ein Unterschied. Irgendwie. Nein, ich glaube, das ist die Jugend und das Alter. Ja. Im Alter naja, bist beim Alter kannst du dich auch verlieben heute auf morgen. Genau, also das ist aber nicht, wenn du so arg verliebt bist. Wenn du glücklich bist und zufrieden bist, dann lass die Situation gar nicht an dich herankommen. Na, ihr habt noch das Oxytocin, ne? Also, ja, diese Situation provoziere, weil ich jetzt einen Seitensprung haben will, unbedingt. Das sind schon zwei verschiedene Schuhe, aber wo ich verheiratet bin. Ich glaube, Angst ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber man denkt im Alter darauf, was mache ich jetzt, wenn ich den Partner auch verliere? Also, da lasse ich gar nicht in das früher Musiker wie ich war, na hurra, Halligalli jeden Tag. Aber da hast du nicht so Gedanken gemacht, was ich heute nicht mache. Ich finde Angst total passend, weil wenn du jetzt eben das so erlebst, auf einmal noch einmal in das Loch hinein. Weg, und dann musst du, also was man wirklich, glaube ich, lernen muss, auch in der Liebe, oder ich habe das so erlebt, dass man dieses Loch, so wie du das beschreibst, dass man das einfach füllen lässt. Das muss man auch zulassen, dass da wieder wer neuer auf diesen Platz kommt. Wie hast du denn den zweiten kennengelernt?
Ne, da wollte ich gar keinen Mann. Das Klassische, ja. Da funktioniert es immer am besten, wenn man niemanden will, niemanden braucht, total unabhängig ist und eigentlich sich denkt, ja, ich meine, so wie du gesagt hast, ein Date oder was auch immer. Aber so richtig, also mein zweiter Mann hat wirklich, der hat arbeiten müssen, ja, weil ich habe, glaube ich, den ersten Heiratsantrag nicht einmal wirklich mitbekommen. Ja. Den habe ich gecrashed. Ja, so im Sinne von, was hat er gesagt? Ja, das war irgendwie so im Dezember und er hat gemeint, wir müssen jetzt auf die Terrasse gehen und ich habe gesagt, nein, bitte, es ist viel zu kalt, ich bleibe jetzt drinnen. Ja. Also der hat schon viel aushalten müssen, ja, ich nenne es jetzt mal so, aber ich für mich, ja, für mich, ich bin total angstfrei in diese Ehe gegangen, ja, weil ich einfach durch meine erste Erfahrung dran gewachsen bin. Also beim Tennisspielen habt ihr euch kennengelernt, oder? Nee, meine Kinder haben Tennis gespielt, meine ersten beiden sind von meinem ersten Mann. Und die habe ich dann zum Tennisspielen geschickt, genau. Es wurde mir angetragen, dass das der tollste Lehrer ist. Ich habe gedacht, na gut, schaue ich mir das einmal an. Und da haben wir doch schaue ich mal ihn. Also es war okay. So normal ist doch der Golflehrer. Ja, bei mir war es der Tennislehrer. Genau. Und ich habe gedacht, na ja, gut, er ist ganz... Ja, aber dass er jetzt mein Mann wird und dass ich noch ein drittes Kind also bekomme. Also es war nicht Liebe auf den ersten Blick? Nein, bei mir überhaupt nicht. Aber bei ihm schon? Bei ihm sagt er, ja, bei mir gar nicht, wirklich. Schau, da haben wir jetzt das Hochzeitsfoto hübsch. Genau. Ja, wir haben ein Jahr, nachdem wir zusammengekommen sind, geheiratet, ja. Mhm. Aber weil er wirklich drauf bestanden hat. Ja. Also für mich war das eigentlich schon abgeschlossen. Ich habe gedacht, ja, okay, so, alleinerziehend und Ding, ja, es hat auch Vorteile. Es ist auch, ich kann natürlich Männer treffen, ja, aber warum muss ich jetzt nochmal heiraten? Ja, für mich also ich würde auf jeden Fall nochmal heiraten. Überhaupt wirklich klar. Ich weiß auch genau, der wird irgendeiner vor mir stehen, es wird ja, Bumm machen. Super. Ich weiß, ich werde den heiraten, der Kinder ist vorbei, ganz klar. Wahrscheinlich bringt er welche mit. Ich weiß definitiv, dass ich nochmal heiraten ja, muss. Siehst du ihn heiraten. Schon vor dir? Eine Großartig. Nee, so nah ist er jetzt noch nicht, aber... aber so eine Vision hast, das ist total wichtig. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es sogar ein Österreicher ist. Jetzt sag ich dir ja. Du, Natascha, und du könntest auch vorstellen, zum Beispiel so einen Bauern zu heiraten? Na klar. Also, ja. Na ja, ich es gibt ganz tolle, gut aussehende Bauern. Also wenn du jetzt einen Aufruf aber für mich starten würdest, bitte so Nähe Graz, ne? Weil das auch mal so sehen. Nähe Graz und vielleicht, vielleicht auch, weil du gerne in der Natur bist, Also auch ein Bauernhof. Ja. Also ganz super, ehrlich, mir ist es wurscht, so was siehst, jemand macht. Mich hat noch nie interessiert, was jemand macht. Gut, jetzt hatte ich einen Schauspieler, aber ich hatte davor auch Student, bevor ich verheiratet war und so. Also das interessiert mich eigentlich nicht. Hauptsache ehrlich, hat Humor, ist kinderlieb, ist tierlieb. Und aber, kann reden. Aber das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft generell, dass einfach, ich sage jetzt einfach nur Frauen in unserem Alter, ich meine, wir sind jetzt erst 32, aber die, was jetzt Single sind, die haben halt alle extreme Ansprüche. Der muss Manager sein, muss ja, das war, ja, die wollen ja auch alle berühmt werden. Also das ist alles immer Wahnsinn, wenn man denkt, eigentlich ist der Charakter ja entscheidend. Ja. Die Latte wird sehr hochgelegt. Kenne ich ja durch meine Söhne, was den Mädels alle verlangen. Ne? So viel, ne? Naja, jetzt nicht die Freundin, ne? Oder so. Aber natürlich sind dann Mädels, die sagen, klar, der ist jetzt hier Schauspieler, da will ich jetzt mal das und das. Und meine Söhne sind auch noch so wie ich, die sind auch noch großzügig. Checklisten. Dann habe ich auch immer gesagt, ne, ihr gebt gleich die ganze Hand, lass jetzt erstmal ein bisschen zappeln mit allem. Glaubst du, diesen Satz mit einem Partner ist ein Spiegel? Also wir kriegen immer den, der uns sozusagen einen Spiegel vorstellt. Nee, nicht unbedingt. Also dann hätte ich, also ganz ehrlich, nicht also Aufgaben. Nee, also dann hätte ich ja auch, dann hätte ich auch schon ein Problem, allein weil ich ja schon Problemfälle auch hatte. Ich glaube, dass ich eigentlich jetzt nicht so ein Päckchen zu tragen habe wie viele andere, weil ich sehr gut reflektiere. Ja, was kann man so oder so sehen? Also ich muss trotzdem sagen, also so wie es bei mir jetzt ist, ich glaube, dass ich diverse Aufgaben einfach auferlegt bekommen habe. Und jetzt habe ich den Mann, der jetzt mir... Jetzt habe ich die Belohnung bekommen. Genau. Liebe Professorin Doktorin Monika von Grolle, du bist Psychotherapeutin und du hast natürlich auch mit der Liebe zu tun, kann ich mir gut vorstellen. Ganz viel. Ich habe jetzt schon, wir haben schon anfangs gesprochen über dieses berühmte Bindungshormon Oxytocin. Stimmt das, dass das bis zu 4,5 Jahren hält und dann langsam sich verwandelt? Das kann man immer wieder auffrischen, das Oxytocin. Natürlich hat es irgendwie ein Ablaufdatum, wenn man nichts dafür tut. Man muss kuscheln, Sex haben, sich lieb haben, wertschätzend sein. Die Gäste haben es heute auch gesagt. Achtsam sein soll heißen, auch wenn man schon lange zusammen ist, ein Bussi geben und so nicht auf Befehl, sondern einfach von selber diese Achtsamkeitsregeln weiterhin beachten. Dann bleibt das Oxytocin, das ich rauskriege, ein Leben lang kann man es auffrischen, bleibt erhalten. Und bekommt jeder den Menschen, den er verdient?
oder so der Spiegel, der einem vorgesetzt wird? Oder sind es irgendwelche Phasen des Lebens? Dann kommt der und in der nächsten Phase dann ein anderer oder eine andere? Es hat schon was mit der Persönlichkeitsentwicklung sehr stark zu tun, sich selbst auch lieben zu lernen. In meinen Büchern habe ich auch über die Liebe geschrieben und vor allem über die wichtigste Liebe und die schwierigste Beziehung im Leben überhaupt, das ist die zu sich selber. Dass man sich selber so gut kennt, dass man schon weiß, wie man tickt und dann tatsächlich den Partner bekommt, den man auch verdient hat und auf den auch anspringt. Das heißt, erst wenn man sich selber liebt, kann man die Liebe auch geben? Auf alle Fälle. Sozusagen? Ja, weil man ja sonst irgendwie falschen Bedürfnissen und Zielen nachrennt, möglicherweise auf Menschen anspringt, die halt sozial und total guten Status haben und man achtet gar nicht drauf, wie der zwischenmenschlich tickt. Man schaut auf die falschen Werte, weil man sich das durch unsere Wert durch Leistungsgesellschaft so irgendwie aufoktroyieren lässt. Also je besser ich mich kenne, desto besser kann ich spüren, ob der andere zu mir passt. Sag, wie viele Beziehungen braucht es, um die echte Liebe zu finden? Ha. Also wir, Marc und Johanna lassen wir jetzt außen vor. Ausnahme bestätigen die Regel. Sehr schwierige Beziehungsfrage ist es, weil da gibt es natürlich keine Zahl. Ich glaube, dass das auch schon heute beantwortet wurde, weil dieser Begriff der Beziehungsarbeit ist schon mehrmals gefallen und der ist total wichtig, dass man nicht die Beziehung als Mühe oder so als Mitläufer definiert, sondern dass man immer noch Erfolg damit hat, so wie im Garten das zu pflegen, ohne dass man Kreuzschmerzen kriegt. Und gibt es Gesetze der Liebe, die jeder kennen sollte? Ja, auf alle Fälle. Also es ist wichtig, respektvoll miteinander umzugehen und den anderen nicht zu instrumentalisieren. Ja. Also der andere, der Partner, die Partnerin soll nicht zur Bedürfnisbefriedigung da sein oder als Statussymbol oder was auch immer. Sondern es geht um eine wirklich wertschätzende Ebene zwischen ich und du. Denn die Liebe ist dann so gesehen eine bedingungslose Wertschätzung. Ich finde diese Definition ganz schön. Dankeschön, liebe Monika. Danke. Ich bedanke mich bei euch. Es war sehr spannend, großartig. Weiterhin alles Gute. Ich habe einen sehr schönen Satz zum Schluss. Antoine de Saint-Exupéry hat das gesagt. Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man sozusagen gemeinsam in dieselbe Richtung blickt. Auch das ist ja heute schon gefallen, dieser Satz. Machen Sie es gut. Ich hoffe, dass Sie Ihre Liebe gefunden haben. Danke fürs Zuschauen. Sie wollen die Barbara Kalich-Show nutzen, um ihrer Liebsten einen romantischen Heiratsantrag zu machen? Denn wer wirklich liebt, der heiratet auch. Wir helfen Ihnen dabei. Rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98.